Ist was? Ja. Der Anlass für den Vortrag war, dass irgendwann einmal so Januar, Februar diesen Jahres in diversen Foren, Stack Overflow, Perlmonks, die deutsche Perl-Community, immer wieder solche Dinge aufgetaucht sind und die Fragesteller zum Teil wirklich ganz, ganz steif auf irgendwelchen falschen Sachen beharrt haben. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Das ist doch alles gar nicht so schwer. Und ich habe gedacht, ich schreibe es einfach mal zusammen, worum es dabei geht. Ja, manchmal gelingt es halt auch mir nicht. Also es gibt dazu schon einige frühere Sachen. Der Moritz Lenz hat im FU-Magazin, wir haben die Ausgabe auch gefunden, es ist 1/2008 mal einen Artikel geschrieben mit dem Titel, der eigentlich ziemlich genau auch auf den Vortrag passt, Zeichenkodierungen oder warum funktionieren meine Umlaute nicht. Es gibt ein Perl Unicode Cookbook mit 45 oder sowas Rezepten. Das setzt allerdings voraus, dass man schon Unicode hat. Da werden auch Sachen beschrieben, auf die ich nicht eingehe, wie zum Beispiel Normalisierung von Unicode und solche Sachen. Und es gab zwei Blogartikel 2013, die nahezu gleichzeitig entstanden sind, ohne dass die Leute voneinander wussten, die dann auch aufeinander verlinkt haben. Und die haben eher inhaltlich etwas weniger als das, was ich heute erzähle. Ja, auch hier wieder eine Auffrischung mag ganz gut tun. Das ist jetzt alles 6 Jahre her. Es hat sich ein bisschen was getan in den Schwerpunkten. Inzwischen haben wir noch mehr UTF-8 und noch weniger andere Sachen. Und insbesondere vergessen auch immer mehr Leute, dass es auch eine Welt vor UTF-8 gab. Was ich auch festgestellt habe, Englisch taugt nicht so sonderlich gut, um die Probleme darzustellen. Und es ist im englischen Sprachraum manchmal immer noch schwierig, diese Probleme zu vermitteln. Bitte? Excuse me? Oh, the pound sign. Ah, ja, ja. Ja, also wir verwenden Perl, um mit Texten zu arbeiten. Das war seit der ersten Version drin und seit der Version 3 auch Binary Data. Dafür gab es eine Neuerung. Man kann Binmode sagen. Weil Perls Default Encoding ist im Wesentlichen ist bis heute ISO Latin 1. Und es gibt aber auch, das ist vom FTP abgekupfert, der hat das ja auch so gemacht, eine spezielle Behandlung für Carriage Return Line Feed, was auf Windows-Plattformen, auf DOS-Plattformen für das Zeilenende verwendet wird. Ich schreibe in Perl ein \n und ich kriege auf Windows ein Carriage Return Line Feed. Da ist jeder mal drüber gestolpert, der mit GDE auf Windows ein GIF schreiben wollte und vergessen hat, dann zu sagen Binmode. Also Texte sind doch eigentlich ganz einfach, macht Perl alles automatisch richtig. Und was wir halt heute sehen, ist eher sowas wie das. Das erste ist also eine Mail, die ich regelmäßig kriege, über die ich mich regelmäßig, ja, die ich eigentlich wegschmeißen müsste. Ich sehe, dass sie von einem Roboter kommt offensichtlich und der hat halt ISO 8859 Text behauptet, das sei UTF. Und der Mailer stürzt aber nicht ab, sondern er sagt sich, ich schieße einfach mal das erste Bit raus, dann ist es wieder ASCII und wenn man von einem Ö das erste Bit rausschießt, dann ist es ein kleines V. In der perlcommunity.de waren dann einen ganzen Haufen Artikel, bei Perlmonks gibt es einen ganzen Haufen Artikel und diesen insbesondere, da sieht man auch ein paar andere Sachen, die nicht nur um Encoding gehen oder um die Konvertierung an sich, sondern das Problem, was hier dahinter steckt, ist, wie heißt das Encoding? Weil die Jana nennt das Mac-Roman-Encoding, was der Rest der Welt Mac-Roman nennt, einfach nur Macintosh, was ein bisschen blöd ist, weil Mac hat eine ganze Menge Encodings, nicht nur Mac-Roman. Und hier in dem Wiki haben wir das ja, also ja, Perlmonks, das war genau das, und hier in dem Wiki haben wir es ja gesehen, was passiert, wenn man Umlaute ins Wiki eintippt. Mit jedem Update der Seite verdoppelt sich die Anzahl Zeichen und es sind eigentlich noch viel mehr, weil jeweils zwischen den A's noch irgend so ein ISO 64529 Kontrollcharakter mit drin ist. Also, es gibt keinen einfachen Plaintext. Ja, ASCII 7, das ist ein Encoding. Es ist aber so, wir Menschen verwenden keine Bytes, sondern das ist jetzt sowohl im Englischen wie im Deutschen ein bisschen blöd, weil im Deutschen der Begriff Zeichen genauso mehrdeutig ist, und zwar anders mehrdeutig als im Englischen der Begriff Characters. Es gibt ein Computerspiel, da heißt es Describe your characters between 3 and 1000 characters. Das ist ein bisschen, ja. C hat da ein ganz schlechtes Beispiel gegeben, weil in C
ist ein Kra ein Byte. Es gibt dann auch sowas wie signed und unsigned Characters, also ein V ist ein minus line feed oder ein Ö ist ein minus line feed. Das kann auch noch sein. Das ist definitiv so. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Welt mehr als 256 verschiedene Characters-Zeichen verwenden will. Und da ist eben, da scheitert dann ASCII auch irgendwie ein bisschen. Und wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, den Computern das beizubiegen, welche wir da können. Und hier gilt der alte Perl-Fluch, es gibt mehr als eine Möglichkeit, das zu tun. Da gibt es den alten Approach, der war einfach, mach verschiedene Character-Sets. Je mit 256 Zeichen, das geht alles wunderbar, jedes für ein Land. Nur leider ist das überhaupt nicht austauschbar und überhaupt nicht interoperabel. Das heißt, der Charakter 246, der in manchen Sprachen ein Ö ist oder in vielen Sprachen ein Ö ist, ist für den Griechen ein kleines Vieh. Und dann gibt es auch noch Sprachen, ich weiß nicht, ob Bakoto hier ist, schon rausgegangen, die kommen einfach mit 256 Zeichen überhaupt nicht aus. Und auch die haben es geschafft, mehrere verschiedene Lösungen parallel zu finden. Also der ISO-Standard hat allein drei Varianten für die drei großen Sprachen. Und dann gibt es noch Shift-JIS, das JIS steht für Japanese Industry Standard, für Japanisch. Big Five waren fünf chinesische Firmen, die gesagt haben, so geht es ja nicht weiter. Und EUC ist Extended Unicode, da gibt es auch wieder drei verschiedene Varianten. Und wie probieren wir es heute? Heute sagen wir definieren Unicode. Unicode ist einfach ein Space, ein Raum für alle Characters, die wir uns überhaupt vorstellen können. Inklusive einiger, die uns natürlich nicht so richtig vorstellen können. Also da gibt es zwei verschiedene Sorten Kamele, ein streckt uns die Zunge raus und es gibt einen Schmetterling. Und das hat angefangen, eigentlich ist der Stein alt. 1991 ist schon relativ alt, aber das spielt da auch eine Rolle. Es ist natürlich neuer als Perl 5 und damit konnte Perl 5 das nicht von Anfang an eingebaut haben. Es hat auch angefangen mit einem relativ schmalen Satz von 7000 Characters, da waren also schon relativ viele lebende Sprachen dabei, auch die asiatischen schon. Und ich habe jetzt leider versäumt, Unicode 12 ist schon draußen, da ist schon bekannt, wie viele Zeichen drin sind. Inzwischen sind wir bei 137.000 und das hat einen weiteren pathologischen Effekt, der hat aber schon 2001 eingesetzt, nämlich die Unicode Character Sets haben inzwischen mehr Zeichen oder definieren mehr Zeichen als in einem Font sowohl bei OpenType als auch bei TrueType Plus haben. Es gibt keinen Font mehr, der heutiges Unicode so richtig darstellen kann. Jeder Font-Designer, das sind ja richtige Künstler, die lesbare Fonts erzeugen, freut sich natürlich wahnsinnig, dass er jetzt, also wie viele Zeichen er jetzt unterstützen muss. Ja, ich beschäftige mich auch nicht mit den Tricks, die Leute dann verwenden, wenn der Font nicht mehr reicht. Ich weiß nicht, wem von euch WD-Gerster ein Begriff ist. Gar nicht. Okay, dann lassen wir das. Es gibt noch eine Lösung, das ist jetzt das, worauf der Jens hingewiesen hat. Wie zeichne ich den ganzen Sprachraum mit ASCII-Zeichen auf? Da haben wir eine ganze Menge Lösungen gefunden, die natürlich auch daher kamen, weil das UTF-8 als Protokoll noch gar nicht sich verbreitet hat. In HTML kennen wir die Named Entities, noch älter oder gab es eigentlich die Numeric Entities, die gibt es für alle. Da gibt es auch das Kamel, eine Frage, 42 Antworten, das ist dieses Kamel, was einem die Zunge rausstreckt. Es gibt die es gibt die Percent Escapes in URL-Encoding und da geht schon das Drama los, weil das ist leider nicht so ganz klar, ob hier ein ASCII oder ein UTF encoded wird. Und es gibt das Perl Unicode Escaping in zwei Varianten. Das eine ist das Backslash X mit dem Unicode Name, mit dem Unicode Codepoint. Und es gibt aber auch den Namen. Das Ding ist das Dromedary Camel. Es ist ein Backtrim und es ist aber leider in Unicode so definiert. Das sind halt keine Biologen. Alle Designer? Ja. So ist es. Ja. Also es gibt tatsächlich in vielen verschiedenen Betriebssystemen schauen die Kamele immer etwas anders aus, aber das eine ist immer nur der Kopf, der die Zunge rausstreckt. Den finde ich irgendwie nett. Also, die guten News sind, Perl
kann mit allen diesen Encodings umgehen und dazu noch, was ich heute auch nicht erwähnen will, Perl versteht auch EBCDIC-Encoding, da gibt es einen speziellen, der Encode-Modul hat mit dem POSIX-PC, was uns ja keiner mehr versteht, was das ist, kann das sogar dieses komische Encoding verstehen. Aber wir müssen ihm schon irgendwie ein bisschen Hilfe geben, welche der vielen verschiedenen Varianten wir wollen. Und da fange ich jetzt auch wieder an. Das geht damit, wie kommen die Zeichen überhaupt in Perl rein? Wir hatten ja, die kommen immer als Bytes. Und zwar von ganz vielen verschiedenen Quellen. Das geht los mit dem Perl Source Code, wo irgendwelche Literals drinstehen können. Das geht um argv, wenn ich ein Perl Programm aufrufe mit irgendwas. Und das ist schon zum Beispiel ein ganz pathologischer Fall, wo Windows standardmäßig mit der CodePage 1252 die Dinge anders abliefert als Unix. Ein Terminal, das ist wieder das Gleiche. Und File und Net haben natürlich alle was mit I.O. zu tun. Der prinzipielle Unterschied oder das prinzipielle Problem bei File im Unterschied der beiden ist, dass bei File zum Teil Jahrzehnte zwischen dem Zeitpunkt liegen können, wann die Datei geschrieben wurde und wann sie gelesen wird. Und da können sich die Moden schon mal was ändern, wie man was encodiert. Während bei Netz und Terminal, da habe ich das ja immer relativ synchron. Aus einer Datenbank, das schreibe ich deswegen rein, weil da immer ganz viele Leute dazwischen drin rumkochen mit den Characters. Oder, und das ist auch noch ein ganz interessanter Fall, von Daten, die man schon binär hat. Wenn ich in einem Perl-Programm ein Archiv auspacke oder wenn ich irgendwas entschlüssel in einem Perl-Programm oder auch eine binäre Datenstruktur parse im Perl-Programm, dann kann mir keiner vorher in einem I/O-Layer oder sowas das Dekodieren abnehmen. Da muss ich das selber machen. Der Nick hat einen Vortrag gehalten über die verschiedenen Metadata in Images. Und da ist natürlich, ja, da ist Encoding ein gewisses Thema. Also, da gibt es ein paar Empfehlungen von mir. Erstens, immer nachschauen, wie das Encoding ist. Da kommt nachher noch was dazu, wie man es macht. Und zweitens, Decoding so früh wie möglich. Weil dann weißt du noch, woher die Daten kommen und hast noch eine Chance, das Encoding richtig zu bestimmen. Sobald mal irgendeine Perl-Character-Operation drüber gelaufen ist, kann schon sein, dass man was vermischt hat und danach ist eigentlich schon zu spät. Und in jedem Fall sollte man auch nachschauen, was die Module tun, die man da verwendet. Und da habe ich mal so eine kurze, grobe Aufstellung, weil das gibt zu viel. Ich kann nicht über ganze... das ist auch zu schnell hier. Doch, jetzt habe ich das... Wie kommt man drauf, wie das Encoding ist? Die Module machen nämlich genau das. Zum Teil gibt es Metadaten, das heißt also wie ein HTML-Body. Encoded, das steht zum Beispiel auch in den HTTP-Headers. Bei Mails gibt es den MIME-Type. Zum Teil sind es Formatspezifikationen, wie zum Beispiel JSON und YAML, die beide sagen, wir nehmen ein UTF-8-Encoding und beide das Hintertürchen haben, welches UTF-8-Encoding, das holst du dir bitte aus der BOM. Wenn keine BOM draus ist, hat entweder der Schreiber was falsch gemacht oder es ist UTF-8. Aus dem HTTP-Header, der HTTP-Header ist per Stand. Nein, hat keinen. Ich sage ja, wenn es keinen ist, dann hast du entweder UTF-8 oder irgendein anderes Encoding und der Schreiber hat das falsch gemacht. Darf einen BOM haben und die meisten Programme, die es verarbeiten, lassen aber dann das BOM stehen und dann ist das für die verarbeitenden Programme manchmal ein Problem, weil man da so ein komisches Zeichen vorne drin hat. Ja. Also, der HTTP-Header ist laut Standard ISO 88591. Da fragt man sich eigentlich dann schon, warum brauche ich im Header überhaupt Umlaute oder solche Sachen. Das kann zum Beispiel auftreten bei den Authentication-Realen. Wenn man HTTP-Authentication hat, dann kommen da drin schon mal Umlaute vor. Die nächst instabilere Variante ist, dass man die Content selber anschauen muss, um das zu tun. Das ist auch wieder Start with the Bomb. Die Bomb ist eine Byte-Order-Mark. Das ist so eine Art Magical Character. Und je nach Encoding stellt sich der anders dar. Auf UTF-8 hat er 3 Byte, auf UTF-16 gibt es dann die beiden Varianten. 16 Bytes, da wissen wir schon wieder, dass bestimmte Prozessoren die Bytes mal links und rechts, mal rechts und links haben. Und auch das sieht man in der BOM. Und bei XML ist es so, dass einfach die erste Zeile das besagt. Und es gibt einen Default, der Default ist UTF-8. Bei HTML5 wurde neu eingeführt, nachdem das mit den HTTP-Header nicht so richtig geklappt hat, da kann ich direkt im Text schreiben, Metacaset ist gleich, der wurde neu eingeführt, der Metacaset. Und das Letzte ist, was ziemlich oft zuschlägt, ja irgendwie werden der die Daten erstellt hat und der sie liest, sich schon verständigen, wie es denn encodiert ist. Da ist noch eine Warnung, alles das, was man hier so ermittelt, muss nicht stimmen.
Das trifft insbesondere die Leute, die irgendwas Sicherheitsrelevantes damit machen. Da muss man sich schon dran gewöhnen, dass das, was die Angreifer machen, manchmal genau das ist, da die Leute auszutricksen. Und wenn man da eine Validierung macht auf Basis der Rohdaten, bevor es encodiert sind, dann kann es sein, dass das Programm hinterher das ganz anders interpretiert. Besonders pathologisch ist der Fall, dass die Indikatoren nicht notwendigerweise konsistent sind. Ich kann bei einer Webseite einen HTTP-Header sagen, das ist ein KZ UTF-8. Ich kann eine UTF-16 Little Endian Bomb drin haben und den Text kann ich immer noch haben, Meta-KZ gleich UTF-8 oder ISO 8859-1. Es gibt eine Reihenfolge, wie die dann ausgewertet, ich kann mir die nicht merken. Ja, und zum Teil kriegt man einfach nur Garbage, man muss damit anrechnen, wenn man Angreifer zu befürchten hat auf einer Schnittstelle, dass die alles ausprobieren werden und alle verschiedenen Dinge. UTF-7 war mal ein ganz beliebte Angriffs-Encoding, weil das ist ASCII. Und manche Programme, eine frühere Version vom Internet Explorer, hat die Skripten in ASCII dann erkannt als UTF-7 und das dekodiert und das Ding ausgeführt. Das ist aber vorher durch alle Virenscanner natürlich glatt durchgelaufen. Ja, wo die Module den Job erledigen, das kann man daran ungefähr sehen, wie tief sie auch reinschauen. Ich habe den LWP User Agent rausgenommen, weil der kann unter anderem auch sich um so Sachen kümmern, die ich vorher genannt habe, wenn Binary-Sachen in Binary abgebildet werden. Der kümmert sich via SSL um die Entschlüsselung von dem Teil, kümmert sich auch um das Auspacken von komprimierten Content. Das heißt, es gibt das Transfer-Encoding, wo man dann sagen kann, dass es gezippt, das macht der auch alles für einen. Und das Schöne ist, er macht es optional, das heißt, ich habe die Wahl, zuzugreifen auf den Content und auf den Decoded Content. Der Decoded Content ist nach diesen ganzen Schritten, den Content kriege ich es vorher. Dann machen es eigentlich alle Parser, ich habe jetzt ein paar, die ich oft verwende, davon weggeschrieben, und zwar deswegen, bevor ich die Semantik von einem Zeug verwende, muss ich es erst einmal dekodieren. Da kann man sich eigentlich drauf verlassen und dann sieht man auch, das sind genau die Sachen, wo man aus den Metadaten oder aus dem Content schon ermitteln kann. Die können das machen ohne Hilfe. Manche können es nicht machen ohne Hilfe. Ein pathologischer Fall sind die Datenbanken, weil die alle irgendwann einmal in der letzten Dekade umgestellt haben, was ihr Default Character in Korea, der Jens hat. Das kannst du bei sehr vielen Datenbanken sogar auf Spaltenbasis einstellen. Ja, deswegen... Deswegen schreibe ich, dass sie die Hilfe brauchen. Dann kann der Datenbanktreiber das auch automatisch. Ja. Dann kann in der Schema-Definition der Datenbank eintragen. Ja, dann zeigen wir mal, wo das korrekt durchgeführt ist. Ich habe ein paar wunderschöne Beispiele, wie es nicht funktioniert. Ja gut, wenn die Leute über die DBAs ihre Datenbank nicht im Glück haben. Oder die Datenbanktreiber es falsch machen. Naja. Also, der... Perl gibt's kann ich es beim Open sagen, und zwar indem ich wirklich das Encoding explizit angebe. Das funktioniert dann besonders gut, wenn eine ganze Datei in einem einzigen Encoding geschrieben ist. Ja, ein kompletter HTML, ein kompletter HTTP-Response ist es nicht, weil der Header ist ISO 8859-1 und da steht dann drin, wie der Rest encoded ist. Also beim Open, gut, die machen das meistens anders. Ja, und manchmal muss man es selber machen, das ist diese Binary-Binary-Transformation. Und auch beim Modul CGI muss man die Parameter von oben selber entschlüsseln und manchmal muss man es einfach ausprobieren. Das ist insbesondere von alten Modulen, die schon so lange auf CPAN rumliegen, dass UTF-8 noch gar kein Thema war, da steht meistens nichts drüber drin in der Dokumentation. MD5 ist zum Beispiel. Ja, what the heck? Databases Default-Konfiguration, ich rede jetzt nur vom Default, die wird irgendwo anders von irgendwem anders konfiguriert. Default-Encodings können sich ändern, zum Beispiel bei Postgres hat sich mal die Default-Konfiguration geändert. Treiber und Datenbank-Schnittstellen-Versionen spielen da eine Rolle. Wir sehen das bei dem GPW, bei dem Wiki hier, das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe es gesehen, ich weiß, woran es liegt und es funktioniert aber nicht, weil ich habe den Fix, den ich gebaut habe, der mit den CPAN-Funktionen funktioniert, funktioniert auf dem ACT-Server wieder nicht, weil die wieder andere Versionen drin haben. Und beim Webformular, das war das, was ich auch gesagt habe, das Webformular, da habe ich eine Action, die zeigt irgendwo auf einen Server und das gibt den optionalen Parameter, except KZ, der ist aber per Default unknown. Und das ist ja eine Anweisung an den Browser, wie er encodieren soll. Und bei Unknown nimmt er dann das, wie die HTML-Seite geschrieben ist. Der Server kriegt nicht übermittelt, welches KZ das war. Da kann man reinschauen, keiner der Browser schickt das mit, wie er jetzt tatsächlich encodiert hat. Das heißt, das Formular verarbeitende Programm, das ist ein typischer Fall für Vereinbarung.
muss den Leuten gesagt haben, wenn ihr Webseiten schreibt, das sind typischerweise andere Leute, die Programmierer an der Stelle, wenn ihr Webseiten schreibt und dieses Formular benutzt, dann müsst ihr reinschreiben, accept CASET, gleich das CASET, was ich verstehe. Es gab mal den ganz pfiffigen Tipp, ja, nimm halt irgendeinen Hidden-Parameter, schreib ein Ö rein und schaust, wie es ankommt. Das funktioniert aber natürlich auch nur, wenn ich den erreichen kann, der die HTML-Seite schreibt. Wenn ich so irgendwie diese Customized Google Searches habe, da habe ich das nicht im Griff. Die Leute schreiben die Google Search rein. Ich weiß gar nicht, ob Google da irgendwelche Semantik hat, um das richtig zu machen. Ja, und dann eben, wie gesagt, auch die Perl-Core-Dokumentation ist zum Teil etwas missverständlich, weil Perl ist in vielen Fällen viel besser, als die Dokumentation ausschaut. Schon die Dokumentation vom Bin-Mode geht mir auf den Senkel. Ich weiß nicht, wie viel, da werde ich in der nächsten Zeit einige Pull-Requests absetzen, weil die auch noch schreibt, ja, wann man Bin-Mode eigentlich nicht verwenden soll und wann man Bin-Mode dann doch wieder verwenden soll, wenn man ein Coding braucht. Das ist alles überkompliziert. Ja, jetzt haben wir die Daten hoffentlich im Programm drin. Aber wir wissen immer noch nicht, ob sie richtig sind. Das wissen wir dann, wenn wir sie irgendwohin wieder ausgeben. Und da ist es genauso. Alle Texte gehen als Bytes raus, entweder zum Terminal, zum Network, zum File Data. Das ist eigentlich dasselbe wie vorher. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen speziell. Zwei Sachen habe ich weggelassen. Absichtlich, das eine ist argv, also das Klammer A für Arguments, das schreibt man eigentlich nirgends mehr hin. Ich habe auch den Source Code weggelassen, obwohl der eigentlich nicht ganz so richtig passt, weil beim Source Code kann man tatsächlich noch was rausschreiben, wenn man zum Beispiel an Eval oder Source Filter denkt. Und da empfehle ich einfach beides nicht mit UTF-8 oder Unicode zu machen. Das ist immer noch ein bisschen shaky. Meine Empfehlungen sind, encodiert dann, wenn er die Daten nicht mehr anfasst. Immer nutzt die Möglichkeiten, das Encoding anzugehen. Es tut auch nicht weh, wenn man es angibt, obwohl es Default ist. Und man muss manchmal mit anderen Leuten reden, zum Beispiel einem Webmaster von irgendeinem Apache-Server, dass der bitte in den Header nicht einen anderen Default reinschreibt. Also wenn ich selber das Encoding meiner Webseiten ändere von ISO Latin auf UTF-8, dann soll der das bitte auch machen oder gar nicht machen. Und ja, auch da wieder schauen, welche Module machen es und welche Modules machen es. Das sind typischerweise auch die das Encoding, das Decoding richtig machen, also YAML, JSON. Wobei die typischerweise auch, also beim JSON bin ich ganz sicher, der bietet an eine Schnittstelle in einen Perl-String, das sind dann weiterhin Characters, und eine Schnittstelle in Bytes. Das heißt, entweder liefert er einem die Dinger so zurück, die man dann direkt über Print rausschreiben kann, oder er liefert einem die Sachen zurück, mit denen man selber noch perlmäßig arbeiten kann. Datenbanktreiber ist dasselbe Problem wie vorher. Da kommt insbesondere noch dazu, dass das SQL-Statement selber ja ein String ist und da muss man möglicherweise auch dekodieren. Und das ist genau da die Stelle, wo bei dem Wiki der Fehler passiert. Ja, und dann Perl's Bin-Mode-Funktion, da habe ich aber noch eine Folie dazu und die Sachen, wenn ich selber wo ich selber kodieren muss, wenn ich in binäre Daten ausgebe oder wenn es die Schnittstelle explizit verlangt. Bei PSGI steht explizit drin, du lieferst hier mir bitte Bytes ab und keine White Characters. Das finde ich toll, das ist eine klare Ansage. Er könnte es ja machen, er könnte es selber aus irgendwelchen Metadaten rausziehen und sagt, klar, das mache ich nicht, das machst du, weil du weißt das Coding. Ja, manchmal muss man es auch wieder ausprobieren. MD5 ist so ein Ding, was eben Bytes braucht und das findet man aber nicht in der Dokumentation, weil die Leute davon ausgehen, wer sich mit Crypto-Hashes auskennt, der weiß, dass das Bytes auf Bytes abbildet. Und die Schnittstelle ist so alt, da hat keiner mehr hingeschaut. Ja, jetzt kommt es darum, wie kann ich dekodieren oder encodieren? Und da gibt es zum einen die Perl-IO-Layers, wo ich beim Open sagen kann, bitte verwende hier, ich habe jetzt hier im Beispiel ein UTF-16, das mit CRLF. Das verwendet zum Beispiel der Windows Notepad und einige andere Windows-Programme, wenn man ihnen sagt, sie sollen in Unicode abspeichern. Meistens können sie inzwischen auch in UTF-8 abspeichern, aber relativ häufig verwendet Windows als Output-Format ein UTF-16 Little Endian. Das kann aber das Encoding selber machen, das ist der Default. Das kann man sowohl beim Lesen wie beim Schreiben wertet die BOM aus. Ich kann einen Default setzen für alle Open Statements in dem Scope. Das ist ein bisschen trickreich, das habe ich mal gesehen, da wurde dann ein Logfile irgendwann einmal geschlossen und neu eröffnet, wegen der Logfile-Rotation. Das war in einem anderen Source Code, in einem anderen File drin, der hat das Open Statement abgeschrieben, aber nicht den Default.
und ich kann es mit Perl als globalen Default setzen. Da gibt es das -c-Flag, womit ich einzelne Kanäle oder alle Kanäle auf UTF-8 umstellen kann. Ich habe hier das Beispiel, da stelle ich A ist ARGV und O ist Output auf UTF-8 um und damit ist dieses Ding in einer UTF-8-Konsole korrekt. Ohne das Ding wäre es nicht korrekt und würde trotzdem funktionieren. Da kommen wir aber später noch drauf. Sowas, also ich empfehle dieses Perl-C wirklich nur für One-Liner, für Einzeiler. Und zwar deswegen, wenn ich jedem sagen muss, wie er das Ding aufruft, dann wird er eine Pro. Und die Module wissen es zum Teil nicht, was da außen drin steht. Ja, Module und eingebaute Funktionen, die das Encoding für uns machen, ist zum einen das Encode-Modul, das kann wirklich alles. Das sind, ich weiß nicht, so 60 oder 70 verschiedene Encodings, die der hat. Erlaubt auch, die Daten zu validieren. Das heißt, habe ich wirklich gültiges UTF-8 reinbekommen? Das ist auch ein Unterschied zwischen UTF-8 und den One-Byte-Encodings. Es gibt Sachen, die sind nicht valide. Bestimmte Byte-Kombinationen sind nicht valide. Wenn man die Validierung einschaltet, dann muss man aufpassen, das könnte die Input-Daten ändern, weil da sieht man auch die Philosophie. Das ist tatsächlich so, entweder verwendet man das Ding vorher oder hinterher, aber es ist nicht so, dass die irgendwie das zurückgeben, was man reingegeben hat. Ja, dann gibt es im Standard von Perl die beiden Schnittstellen UTF-8-Decode und UTF-8-Encode. Da muss man nicht einmal oder soll man auch gar nicht das Modul UTF-8 verwenden, weil das Modul, das Use UTF-8, schreibe ich nur, wenn der Source Code UTF-8-Charakter enthält. Da muss man eben aufpassen, das ist auch so, das ändert den Parameter in place. Das heißt, es gibt nicht zurück das Ergebnis der Enkodierung oder Dekodierung, sondern 0 oder 1 für Erfolg oder Misserfolg. Es geht auch mit Pack, weil ja eigentlich alles mit Pack geht. Not recommended, denkt an die Leute, die den Code mal lesen müssen. Manchmal stellt man fest, es passt nicht zusammen. Das, was ich reingeschrieben hat, ist nicht das, also das, was ich beim Rausschreiben sehe, ist nicht das, was ich erwarte. Und ja, was das erste Mal meine Empfehlung ist, ich habe da schon einige Sessions auch gehabt mit Leuten, schaut euch die Dinge am einfachsten dadurch an, dass man die in eine Datei schreibt, und zwar UTF-8-Encoding. Deswegen, weil UTF-8 kann jedes Zeichen abbilden. Es gibt Editoren für UTF-8, wo man auch die Bedeutung anschauen kann. Und verwendet nicht DevilPeak. DevilPeak schaut in Interna von Perl rein, das ist wahnsinnig interessant, hilft aber nicht wirklich. Da steht auch nur drin, dass es falsch ist, aber nicht warum. Schaut nicht das UTF-8-Flag an, das ist misleading. Das UTF-8-Flag entsteht und verschwindet manchmal, das sagt auch nur, wie Perl intern das Ganze interpretiert. Und vergesst, was ihr über das Perl-interne Encoding wisst. Erstens kann sich das mal ändern. Und zweitens hilft es auch nicht, um festzustellen, was in dem Code für Fehler war. Alle diese Sachen haben in der Perl-Einführung für Encoding nichts zu tun, weil dann ist man auf dem fortgeschrittenen Level, wo man die Fehler in Perl-Encoding sucht, in dem Perl-Code selber. Und das sind, also ich habe schon lange keinen mehr gesehen oder Reporte gesehen. Und insbesondere auch, nehmt mal einen Unicode-Character, man muss ja nicht einmal im Test-Source-File wegen dieser Named-Geschichten, nehmt auch mal Unicode-Data in die Testfälle mit auf. Das ist der zweite große Mangel an der Software, die dem Wiki hier zugrunde liegt. Die erlauben, Encoding in der Schnittstelle anzugeben, haben keinen einzigen Testfall, der einen Non-ASCII-Charakter hat und testen kein einziges Mal mit einem anderen Encoding. Dann sieht man es natürlich auch nicht, dass der was falsch macht. Ja. Häufige Fehler, die ich sehe, ist erstens mal, dass man das falsch versteht und meint, Perl müsste heute irgendwie als Default auch UTF-8 machen, dass man falsch versteht, dass ein UseOpenUTF-8 nicht die Dateien betrifft, die schon offen sind, stdin, stdout, stdr, oder dass man einfach irgendeinen der Input-Channels vergisst. Bei jeder Websoftware habe ich typischerweise einen Configuration-File, wo möglicherweise, wenn ich als Webmaster drinstehe, stehe ich da mit dem Ö drin. Man hat Templates. Beim Template-Toolkit-Config ist der erste Parameter in der Dokumentation Encoding. Schreib rein, in welchem Encoding deine Templates geschrieben sind. Und man hat natürlich den Formular-Input vom User. Dann natürlich die falschen Annahmen, weil wer liest in Dokumentation oder sie steht nicht drin. Und ein ganz typischer Fall, ein ganz gefährlicher Fall ist gegenseitiges Aufheben von Fehlern. Das heißt, ich schreibe so einen Source-Code hin, da ist das falsch, ich habe einen Umlaut geschrieben und das nicht als UTF-8 deklariert. Wenn ich das als ISO 8859-1 Datei abspeichere, ist es richtig. Wenn ich das als UTF-8 abspeichere, dann macht er mir aus dem Ü 2 Byte, dann ist es falsch. Und wenn ich das aber auf einem UTF-8-Terminal dann
einfach ausgebe, dann stimmt es wieder. Weil das UTF-8-Terminal sieht ja die 2 Bytes und sagt, ja, das ist ein Ö. Und das Tückische ist, dass oft die beiden Fehler in unterschiedlichen Modulen von unterschiedlichen Autoren gemacht werden. Und dann sagt ja jeder, ich würde es ja gerne ändern, aber ich kann es nicht, das bricht meinen Code. Da werden verrückte Verteidigungspositionen manchmal aufgebaut, warum man den Fehler nicht beheben kann. Es müssen manchmal mehrere Leute miteinander reden. Dann habe ich ein paar Helpers mit dabei. Das erste ist, wer liest schon gern Hexcode? Ich nicht unbedingt. Da gibt es das Modul KNAMES, das ist auch im Core mit drin. Da kann man sich die Sachen einfach den Namen des Charakters, so wie in Perl gerade sieht, ausgeben. Und wenn ich jetzt sage, say explain cars Euro, und aber das vergesse, mit useUTF-8 zu deklarieren, dann erzählt er mir, er versteht jetzt hier kein Euro, sondern er versteht einen kleinen small letter A mit Zirkumflex. Break. Hier ist was falsch gelaufen. Not sein, das ist kein Euro sein. Was natürlich Zufall ist, dass genau die drei rauskommen. Also ein Euro hat 3 Byte in UTF-8. Und wenn ich dagegen meinen Fehler kompensiere, also ich habe nicht gesagt useUTF-8, aber ich kann natürlich dieses Euro dekodieren, dann sagt er, jetzt habe ich ein Euro sein gefunden. Jetzt passt's. Ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man kurze Strings hat, bei längeren Strings wird es natürlich recht mühsam und nicht unbedingt wissen will, was das Hex ist. Insbesondere auch, wenn man das Problem hat mit den ganzen Zeichen, die nicht druckbar sind. Also es hat ASCII hat so ein Loch drin im Bereich AB, der kommt dann aus ISO IEC 64.29, das sind alles Non-Printable Characters. Ja, dann gibt es natürlich eine Regex, um festzustellen, habe ich UTF-8 drin oder habe ich irgendwas in meinem Code drin, was UTF-8 dekodierbar ist. Die ist nicht ganz komplett, weil auch UTF-8 hat, oder Unicode hat Lücken. Unicode ist nicht komplett bedeckt, Unicode hat Lücken und der sagt nur, ist es syntaktisch, wäre das irgendwie möglich, dass das Unicode-Konsortium die Dinger versorgt. Es gibt 2-Byte-Charakter, 3-Byte-Charakter, 4-Byte-Charakter, beim vierten habe ich den Kommentar vergessen. 1-Byte-Charakter habe ich absichtlich mitgenommen, weil ASCII geht ja sowieso. Und da habe ich ein Subroutine Contains Decodable UTF-8, wo er genau schaut, habe ich solche Sachen drin. Wenn ich solche Sachen bei mir vorfinde, es ist ganz schwer, aus Decodable UTF-8 irgendwas zu finden, was man auch normal mal finden könnte. Ich kann ein einziges Beispiel nennen, wo man, das weiß ich aber auch nicht, ob das irgendwo sinnvoll ist. Man kann diese französischen Quotes nehmen und dazwischen drin ein A mit Zirkumflex. Ja, das kann beides sein. Nein, nicht ein A mit Zirkumflex, doch ein A mit dem Haken drauf. So wie es in Rumänien zum Beispiel in der Landessprache vorkommt. Bitte? Haken. Ah, Haken. Ja, also ich habe, glaube ich, sogar das Richtige gesagt. Und dann eben, wenn du feststellst, du hast in deinem Code Sachen, die man eigentlich dekodieren könnte, aber es ist nicht decodable, weil du auch Sachen drin hast, die schon dekodiert sind, dann hast du irgendwas falsch gemacht, dann hast du nämlich die Sachen schon zusammengemischt oder du hast einen dieser exotischen Sonderfälle, ich kann mir nicht vorstellen, wo das wirklich dann hat man irgendwie ein Problem, weil man dann rausfinden muss, wo die einzelnen Teile dieses Strings herkommen. Ja, das hatte ich eigentlich gestern schon vorgeführt unter den Emacs-Codes. Da kann ich einfach, wenn ich so ein Ding sehe und stelle fest, dass ein Teil von dem Ding irgendwie wohl zu oft dekodiert war, dann markiere ich den, hau auf meine Taste F12 und dann repariert er mir das. Das sind so die Tools, die ich für heute vorbereitet hatte. Und wenn ich mich ganz recht erinnere, habe ich nur noch ein Bonus-Quiz. Das Encode-Modul hat die Schnittstelle from to. Von der ich behaupte, die braucht man normalerweise nicht, weil ich will die Dinger entweder reinholen in Perl oder rausschreiben, aber Perl nur als Encoding-Converter. Was schreibt dieser Code raus? Die Question ist the final answer to the ultimate question. From UTF 88591 nach UTF-8. Ich nehme an, 42, da kommt die richtige Antwort. Warum schreibt er 42? Bitte? Es ist in beiden Encodings dasselbe, aber die Transformation findet in place statt. Das heißt, ich habe die Transformationsergebnis hinterher in question und was er zurückgibt, die 42, ist die Anzahl der Characters, die er encodiert hat.
So, ich glaube, wir haben sogar noch das. Ja? Da steht in der Doku-Kultur drin, die sind nicht Benutzer. Nicht von Benutzer benutzt. Das heißt, als einzige Schnittstelle bleibt nur das Encode-Kultur übrig. Warum auch? Naja, diese zwei Funktionen haben keine. Da schmeißen keine Exceptions auf. Ja, richtig. Ja. Das ist, der Lars hat mich darauf hingewiesen, dass diese Schnittstellen UTF-8 Encode und UTF-8 Decode, dass man die deswegen nicht verwenden sollte, weil die, wenn nichts zu tun ist, keinen Fehler zurückgeben und nichts. Das habe ich übrigens genau in dem Emacs-Schnittstelle genutzt, weil da will ich das genauso haben. Wenn ich eine falsche Region angeklickt habe, will ich nicht, dass der mir Exception schmeißt, sondern will ich, dass es einfach so lässt, wie es ist. Ich habe es richtig hingeschrieben, dass der Encoding die Validierung macht. Ich habe verabsäumt hinzuschreiben, dass die anderen keine Validierung machen. Es gibt auch beim Encoding den Effekt, dass ich UTF-8 als klein UTF-8 hinschreiben kann. Das ist Perl schlampiges UTF-8 oder ich kann in Großbuchstaben UTF-8 minus UTF-8 hinschreiben. Das ist dann strenges UTF-8. Ist das okay? Ja, man soll das Encode-Modul verwenden. Ja, also diese Möglichkeit unterscheidet auch nur das Encode-Modul. Ja, weil die anderen haben das UTF-8 ja schon im Schnittstellennamen drin. Die lassen diese Unterscheidung zwischen klein UTF-8 und groß UTF-8 gar nicht mehr zu. Es gibt Spezialreparaturoperationen, da ist es besser, das UTF-8-Modul zu benutzen. Gerade weil das Encode dadurch Exceptions wirft, die man an der Stelle nicht brauchen kann. Du kannst es dir aussuchen, ob es Exception wirft. Das hat einen dritten Parameter, der fängt, ich habe lange nicht verstanden, warum der mit FB anfängt, das ist Fallback. Der kann auch beim Encodieren, wenn man zum Beispiel das Kamel nach ISO 8859 kodieren will, dann wissen wir, ISO 8859 kann das nicht darstellen, aber ich kann sagen, als Fallback soll er ein XML-Encoding durchführen. Wenn man es hat. Er kann auch ein paar andere Encodings. Also deswegen gibt es diesen dritten Parameter und es gibt den dritten Parameter FB-Croak, dann stirbt er, wenn was falsch ist. Beim Encodieren kann das nie passieren, beim Dekodieren kann das passieren. Und es gibt einen Warn, da gibt er dann Warnings aus. Und das ist auch tatsächlich so, wenn man das Croak angibt, dann verändert er den Input-String dahingehend, dass der Teil, der kodiert wurde, fehlt und der beginnt dann mit dem ersten problematischen Charakter. Also man kann das für Diagnosezwecke verwenden. Gehört aber nicht in den Einführungsvortrag. Ist auch an der Stelle unschuldig. Ja. Ja, man kann, ja, wie gesagt. Ja. Schauen wir mal. Die Frage war, ob man rauskriegen kann, welche Encodings es gibt. Ach, ich und Tippen. Ich mache das ganz ungern. Ich verwende hier auch den Debugger vom Ovid. Deswegen schaut das alles ein bisschen anders aus. Er sagt, was ich jetzt gerade geladen habe und wo er das alles ignoriert. Das ist Use Encode. Wie heißt das? All Encodings? Dann, also es gibt eine Funktion vom Encode, die ich auswendig nicht weiß. Die heißt so irgendwie All Encodings, dann kommt eine Liste von 60 Encodings raus. Weil, bitte? Eine Methode. Scheint eine Klassenmethode zu sein. Encode, Doppelpunkt? Encode, File, Encodings. File Encodings? Ja, ja. Bitte? Ach so, File Encodings. Ich glaube aber, wir brauchen All Encodings. Nein,
Ja, ja, bei Encodings kriegst du die, die du bisher in deinem Programm geladen hast. Ah, Encodings Doppelpunkt All. Na genau, ich wusste irgendwas, was mit All. So. Man sieht, das sind schon. Knapp 60, ja. Okay, es sind 123. Ja, ja, ja. 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 Use Encode, ja, ja. Das heißt, das ist andersrum aber recht wichtig, weil häufig ist die Dokumentation eher anfällig dafür, dass man Unicode-Characters verwenden will. Das heißt, man sagt nicht Use UTF-8, man sagt aber Use Encoding UTF, also das Markt sagt ist gleich Encoding UTF-8, weil die also wenn ich zum Beispiel meinen Namen oder wenn zum Beispiel der Miyagawa-san seinen Namen reinschreibt in die Perl-Doc, dann schreibt er den natürlich in UTF-8 rein. Und dafür ist gleich Encoding, weil das wird ja nicht vom Parser verwendet. Ich weiß nicht, dass ich noch ganz oft in den Vortrag nochmal reinschauen werde. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar hat sie gezeigt, wie man den Input einfach auf die Fach umstellen kann. Aber, also das funktioniert auch auf den allermeisten neuesten Funktionen. Aber eigentlich will ich ja, dass Perl bei Standard Lib oder so an das hält, was in dem Terminal konfiguriert ist. Und da habe ich mir angewöhnt zu sagen, Open Doppelpunkt OK. Und dann guckt er halt, was ist da. Ja, Locale habe ich deswegen ausgelassen, weil bei Locale spielt da noch eine ganze Menge mit, was auf dem System installiert ist. Aber ist das nicht genau das, was ich will? Da wäre ich nicht so sicher, weil ich habe mehrere. Also ja, im Prinzip ja. Ich habe das Thema Locale ausgeklammert, weil bei Locale spielt dann immer, was auf den Systemen überhaupt installiert ist für Locales, weil Locale ja selber auch noch an den Charaktern rumschraubt und auch an der Bedeutung der Charakters rumschraubt. Ja, also, ja, Locales ist ein eigenes Thema. Geschichte voller Missverständnisse. Bitte? 10 Minuten drüber, ja dann. Trotzdem noch 3 Fragen. Machen wir gerade noch. Refresh mal die Programme. Letztens tatsächlich weniger Encodings. Das sind eventuell Layers, das könnte halt, dass da mehrere gleiche. Wenn ich mal das wäre. Okay. 1, 2, 3 Fragen sind auch noch da. Mach schnell. Doch, doch. Okay, das bringt nicht. Nächste. Ah, danke. Das kann das Ziel nicht erfüllen, wenn es ein OpenType oder TrueType-Font ist. Aber ich kenne das Projekt. Ja, deswegen war bei mir auch immer drin, Network verlangt Bytes. Ja.